Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich habe jetzt richtig Bock auf diese Karrieremodus-Dinger. Ich habe nehmen das ziemlich schnell, nachdem ich das Equipment-Ding aufgenommen habe. Ich hoffe, euch hat das richtig gefallen. Ich renne das gerade im Hintergrund. Und heute wollte ich euch mal richtig gute Talente vorstellen. Aber das ist erst ein Teil von vielen, weil ich werde da viele bringen, wenn euch das sehr gefällt. Ich habe heute mal drei Torhüter und noch so ein paar Innenverteidiger aufgelistet, die Riesentalente sind. Ich werde dann noch sagen, wie viel Talent, Potenzial die haben, meine ich natürlich. Und dann würde ich gleich sagen, fangen wir an. Am Anfang haben wir hier Kepa Arrizabalaga oder so ähnlich. Ziemlich schwerer Name, er hat jetzt eine 74 und hat ein Potenzial bis 87. Ich gehe mal ziemlich schnell durch, weil das ein paar sind hier auf jeden Fall. Dann Dragowski, den kennen viele, 18 Jahre alt. Hat jetzt eine 71 bis zu 86 kann er haben. Muss mal kurz mein Headset absetzen. Dann haben wir hier André Moreira. Hat jetzt eine 70, kann potenziell 85 haben. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und jetzt kommen wir zu den Innenverteidigern. Daniel Rogani kennen wahrscheinlich die meisten. Von 78 hat er Potenzial bis zu 88. Niklas Süle, genau das gleiche, hat auch eine 78 bis Potenzial bis 88. Rogani sogar ein Jahr älter, also Süle wäre wahrscheinlich sogar besser. Ja, aber das ist ja nicht so schlimm. Auf jeden Fall auch 78 bis 88. Dann John Stones hat eine 77 und hat ein Potenzial auf eine 87. Dann Kurt Zuma hat auch eine 77. Ich glaube, der ist jetzt aber geupgradet worden. Und ein Potenzial auf 87. Ich glaube auf eine 79, aber ist ja eigentlich egal. Dann hier Romagnoli hat jetzt eine Wertung von 75, den kann man sich aber noch nicht holen, weil er ausgeliehen ist, also er ist ein bisschen später, aber warte, es gibt hier noch irgendeinen so Fall, bei dem ist das genau das gleiche, bei Arrizabalaga, dem Torhüter im ersten. Dann Romagnoli 75 und dann kann eine 87 bekommen. Als nächster haben wir Mbemba, hat eine 77, hat ein Potenzial für 86, das hatte ich auch nicht erwartet, aber ist ja noch 21, geht auf jeden Fall ganz schön klar. Jonathan Tah hat eine 73 und kann auf eine 86 kommen. Kriminense hat eine 78 und kann auf eine 86 kommen. Und Thin Yedwai hat eine 75, kann auf eine 86 kommen. Ich hoffe mal, das war jetzt nicht zu schnell, aber ich werde es euch auf jeden Fall nochmal einblenden. Und dann würde ich sagen, das war es auch schon von dem Video. Wenn ihr mehr so Videos wollt, schreibt es in die Kommentare. Hier habe ich noch so ein paar andere Leute, aber das ist nicht so wichtig. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao, ciao.